herzlich zu unserer heutigen Demonstration begrüßen. Wir sind heute in der Situation, dass es viele Genossinnen und Genossen gibt, die sich darüber freuen, dass wir die Demonstration durchführen. Und es gibt auch nicht wenige, die der Meinung sind, wir hätten verschieben sollen. Wir sind jetzt hier und wir sollten alles tun, damit wir durch das Abstandwahren, durch das Tragen der Maske die Auflagen erfüllen, die wir zu erfüllen haben, damit wir die Demonstration so erfolgreich wie möglich und ohne Zwischenfälle durchführen. Und was die Problematik mit der FDJ anbetrifft, will ich folgende Information sagen. Die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei wissen leider eins nicht, und das wird jetzt geprüft. Die KPD und die FDJ sind in den alten Bundesländern in den 50er Jahren verboten worden. Nachdem die DDR nicht mehr existierte, hat sich auf dem Territorium der früheren DDR eine KPD gebildet und die FDJ neu konstituierte. Und die Situation ist so, dass KPD und FDJ in den Ostbundesländern erlaubt sind. Deshalb ist die Tatsache, dass die jungen Freunde, die hier im Blauhemd sind, nicht illegal, sondern entspricht den Möglichkeiten. Ich hoffe, das klärt sich bald auf, weil wir eigentlich ganz gerne losgehen wollen. Diese sind nicht allein. Eigentlich muss man das. Sie gehören zu einer verbotenen Organisation. Es kommt außerdem zu tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten. Halten Sie die Abstände ein, legen Sie die Hemden und Fahnen ab der FDJ-Organisation und unterlassen Sie die Angriffe auf die Polizeibeamten. Wir fordern die Polizei auf, ihre Kontrollhaltung dieser Demonstration jetzt sofort aufzugeben. Wir fordern die Polizei auf, sofort alle festen ersetzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration freizulassen. Es ist unwahr, dass die Demonstration hier irgendwas verhindern und problematisieren würde. Das Problem ist das illegale Verhalten der Polizei. Das muss aufhören und wir wollen jetzt demonstrieren. Ich kann auch immer noch die FDJ-Fahnen hinten erkennen, 4, 5 Fahnen sind dort noch zu erkennen. Legen Sie diese ab, gehen Sie sie raus aus dem Aufzug, dann können wir auch loslaufen. Thank you.
Provokation sein. Wir fordern Sie auf, stoppen Sie diese Provokation, dann werden wir diszipliniert, Abstand einhaltend und mit Masken zu den Gräbern von Karl und Rosa demonstrieren. Der Hinderungsgrund sind Sie, liebe Polizei, nicht wir. Hauptaufgabe, unser politisches Hauptziel ist es, dass wir heute beim Friedhof der Sozialisten ankommen und Rosa und Karl ehren. Danke. Von uns geht keine Aggression aus. Wir wollen ja friedlich für Frieden und gegen imperialistische Kriege demonstrieren. Wir wollen unser Recht auf Demonstration wahrnehmen. Wir können und wollen uns jetzt mit dem Aufzug in Bewegung setzen. Dazu müssen wir aber noch die Mindestabstände einhalten. Es klappt hier vorne schon recht gut. Hier im Bereich der Mittelinsel leider noch nicht. Die aufgrund der besonderen Situation, der Pandemiesituation geboten sind. Und jetzt kommt der Sonne. Wir noch mal die Polizei hier vorne in dem Haus. Wollen alle Aktionslaufen stehen und warten? Also hier im mittleren Bereich, im Bereich der Mittelinsel, gehen Sie auch auseinander, halten Sie Abstände ein und dann können wir auf jeden Moment loslaufen. Wir warten Provokation von Seiten der Berliner Polizei erleben. Wir mussten erleben, dass gegen Freunde und Freundinnen der FDJ mit Gewalt vorgegangen wurde. Mit der Begründung, die FDJ wäre verboten. Was stimmt, ist, dass es 1951 einen historischen Anachronismus gab, als in der damaligen BRD die dortige FDJ verboten wurde, weil sie gegen die Remilitarisierung und für die Einheit Deutschlands kämpfte. Dieses Verbot war damals ein Irrsinn, war damals ein Bruch der Demokratie, war damals völkerrechtswidrig. Dieses Verbot ist mittlerweile gefallen, aber offensichtlich ist das bei der Berliner Polizei noch nicht angekommen. Heute Morgen wurde mit Gewalt gegen die FDJ vorgegangen, wurde mit Gewalt in unsere Demonstration interveniert. Wir sagen, diese Provokationen müssen gestoppt werden. Wir lassen keinen im Stich, deswegen
sichert bei unserer Demonstration, dass keine Lücken entstehen. Nehmt alle mit, lasst euch nicht provozieren, demonstriert mit Abstand, aber demonstriert gemeinsam. Es ist schon richtig daran zu erinnern, dass 1952, also sehr kurz nach dem Verbot der FDJ, der erste Tote zu beklagen war, nämlich Philipp Müller, der bei einer Friedensdemonstration in Essen hinterrücks von der Polizei erschossen worden ist. Auch in diesem Sinne demonstrieren wir. Wir gedenken an Philipp Müller, der wegen seines Friedenskampfes, er als Kommunist, als Mitglied der Freien Deutschen Jugend sein Demonstrationsrecht wahrnahm und dafür mit dem Leben bezahlen musste. Und dieser damalige Mord sollte doch heute genügend Grund auch für die Polizei sein, ihre Provokationen zu unterlassen. Die FDJ ist nicht verboten. Und das damalige FDJ-Verbot war ein Bruch der Demokratie, des Völkerrechts. Er richte sich gegen den Friedenskampf der FDJ zu unterlassen, den Kampf, lasst euch nicht provozieren. Ich habe es mir schon dreimal gesehen, aber jetzt seit Weihnachten nicht mehr. Aber demonstriert gemeinsam und passt auf, dass wir keine Lücken haben. Ihnen, Sander, deutsche Bank, der Hauptmann steht im eigenen Land. Siemens, Sander, deutsche Bank, der Hauptmann steht im eigenen Land. Ja, wir kommen hier noch was. So Leute, eigentlich gibt es ja auch inhaltliche Parts hier, wenn die Polizisten nicht übelst rumstressen können, unnötigerweise irgendwelche Rollstuhlfahrer aus der Lampe rausquetschen, die anscheinend eine Drohung darstellen. Deswegen würde ich jetzt aber eine Rede halten, eine kurze. Also, ihr habt es gerade schon gehört. Wir sind heute, also eigentlich habt ihr es gerade schon gehört. Wir sind heute hier mit Frankfurt und wir zahlen nicht mehr für die Krise. Aber warum? Sagen alle, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.
Umweltkatastrophe ist. Sozialismus zur Wissenschaft gemacht haben. Seitdem kämpft die Menschheit organisiert dafür. Es gab Fortschritte, es gab Rückschläge. Aber Rückschläge sollen uns nicht daran hindern, aus den Fehlern zu lernen für neue Anläufe für den nächsten Sozialismus.